Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Ranking und zwar dieses Mal zu meinen Lieblingslegendären Pokémon der ersten Generation. Ich habe ja schon zu einigen Generationen meine Lieblings-Pokémon aufgestellt in einer Top 10 und ich habe dabei immer die legendären Pokémon ausgelassen, weil ich der Meinung bin, dass die einfach zu dominant sind. Die hätten sonst diverse Listen ziemlich dominiert und das ist halt schlecht und deswegen habe ich die außen vor gelassen. Aber ich will euch natürlich trotzdem sagen, was ich von denen halte und deswegen machen wir jetzt daraus ein paar separate Listen. Und ich werde halt immer die legendären Pokémon von einer Generation anordnen, so wie sie mir am besten gefallen. Und ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben, was ihr von den legendären Pokémon haltet. In der ersten Generation gibt es ja 5 Stück, nämlich Arctos, Zapdos, Lavados, die legendären Vögel. Und dann gibt es noch die beiden legendären Psycho-Pokémon, Mew und Mewtwo. Und wir werden heute so ein bisschen drüber reden, welches von diesen Pokémon ich am meisten mag. Also viel Spaß mit dem heutigen Ranking und dann werden wir uns durch die ganzen Generationen durcharbeiten. Ähnlich wie bei den normalen Toplisten, die wir bisher gemacht haben. Und da geht's auch direkt los mit dem 5. Platz, und zwar mit Lavados. Und ja, ich mag Lavados echt am wenigsten von den legendären Pokémon der ersten Generation, denn in meinen Augen ist es einfach nicht so cool wie Arctos oder Zapdos. Und das ist wirklich weit abgeschlagen, wie ich finde. Ich meine, es sieht aus wie ein brennendes Huhn so ein bisschen. Und das stört mich extrem, weil ich dieses Bild einfach nicht aus meinem Kopf rausbekomme. Und generell ist es auch von den legendären Vögeln am schwächsten, soweit ich weiß. Und das ist für mich halt auch nochmal ein kleiner Dämpfer. Und ich muss sagen, bei allen anderen Pokémon der ersten Generation habe ich so eine kleine Story, die ich damit verbinde, aber mit diesem Pokémon hier so gar nicht. Ich mag Lavados eigentlich und ich würde auch an den Designs von den legendären Vögeln nichts ändern, weil es für mich Klassiker sind, aber trotzdem mag ich das Design von Lavados deutlich weniger als das von Arctos oder Zapdos und ich mag es auch weniger als die legendären Psycho-Pokémon. Der 4. Platz geht allerdings nicht an einen legendären Vogel, sondern an Mew und ich muss sagen, ich mag Mew eigentlich, also nicht falsch verstehen. Ich finde es auf jeden Fall deutlich cooler als Lavados, aber das Problem ist einfach, es ist nicht geiler wie Zapdos oder Arctos und auch nicht geiler als Mewtwo. Und es steht halt auch so ein bisschen im Schatten von Mewtwo und das stört mich extrem, weil wenn ein Pokémon im Schatten von einem anderen steht, dann gibt es immer einen krassen Dämpfer auf solchen Toplisten für mich. Und deswegen nur ein Platz 4. Ich muss aber sagen, ich habe eine sehr schöne Kindheitserinnerung mit Mew und zwar habe ich als Kind in Pokémon Blau damals alle 151 Pokémon gefangen tatsächlich. Ich hatte nämlich Rot und Blau und habe mir dann alle Pokémon, die mir gefehlt haben, von Rot quasi rübergetauscht, also das fehlende Fossil, die Starter-Pokémon und so weiter. Und auf Blau habe ich auch, bevor ich das gemacht habe, mit dem Rübertauschen, den Mew-Glitch gemacht. Also ich habe den als Kind wirklich durchgeführt, habe Mew gefangen und ich fand es ziemlich cool einfach, das mal zu machen, diesen Glitch quasi durchzuspielen. Das fand ich ziemlich nice und es ist halt einfach eine schöne Kindheitserinnerung, quasi, dass ich durch Mew den Pokédex vervollständigt habe, so ein bisschen. Und dementsprechend ist Mew für mich was ganz Besonderes, aber leider ist es halt nicht cooler als die anderen restlichen legendären Pokémon der ersten Generation und deswegen nur Platz 4. Und da kommen wir auch schon zu Arctos, das ich persönlich wesentlich cooler finde als Lavados, denn ich mag die Idee von einem Eisvogel und ich würde am Design von Arctos absolut nichts ändern wollen. Das ist wirklich in meinen Augen perfekt, so wie es ist. Und naja, ich habe auch hier mal wieder eine Kindheitserinnerung und zwar habe ich mir damals als Kind für meinen Pokémon Diamant noch Pokémon Feuerrot gekauft, damit ich dann über den Freundespark mir Pokémon rübertauschen konnte auf Pokémon Diamant aus der ersten Generation, weil man die halt normalerweise in Pokémon Diamant nicht bekommen konnte, also so Sachen wie Raupi und so weiter. Und da war halt auch Arctos mit dabei und das habe ich dann ein bisschen trainiert und irgendwann hatte ich dann auf Arctos Eiseskälte und Willenslaser und damit hatte ich quasi als Kind die Möglichkeit, jedes Pokémon des Gegners zu one-hitten einfach. Und es hat mir schon sehr gefallen. Ich weiß, es ist nicht so stark, wie sie es anhört, aber trotzdem war es halt als Kind schon ziemlich badass, einfach alles one-hitten zu können. Und dementsprechend habe ich das Pokémon relativ lange benutzt als Kind. Und naja, deswegen habe ich halt viele Erinnerungen damit. Und somit ist es für mich auch cooler als Mew. Und deswegen will ich halt Mew nicht so viele Plätze in der Liste schenken, nur weil ich als Kind diesen Mew-Glitch gemacht habe. Es macht für mich einfach keinen Sinn, weil Arctos einfach objektiv gesehen viel cooler designt ist. Und ich bin ein Riesenfan von Arctos. Und da kommen wir auch schon zum 2. Platz und zwar zu Zapdos. Und Zapdos ist für mich auf jeden Fall mit riesigem Abstand der coolste legendäre Vogel, da gibt es keine Diskussion. Ich finde Zapdos einfach eine saucoole Idee, dass es quasi so viel Elektrizität in sich hat, dass sein Fell einfach, naja, Zacken in alle Richtungen hat. Und es ist einfach ein Pokémon, was ich persönlich gerade im Moment im kompetitiven Spiel die ganze Zeit benutze. Und ich bin immer wieder überrascht, was dieses Pokémon leisten kann. Und deswegen ist es einfach für mich der coolste legendäre Vogel mit relativ großem Abstand. Ich habe tatsächlich keine allzu großen Kindheitserinnerungen mit dem Pokémon. Ich hatte es auch über den Freundespark auf mein Pokémon Diamant getauscht, aber mehr dann auch nicht. Und ich habe es auch nur so ein bisschen trainiert und dann eher fallen gelassen, als ich gemerkt habe, wie cool Arctos ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich Zapdos einfach den cooleren legendären Vogel. Aber das ist halt nur meine Meinung.
Doch es ist vollkommen egal, wie cool die legendären Vögel sind, denn Mewtwo ist einfach nochmal 10-mal cooler, muss man einfach sagen, weil Mewtwo ist einfach so eine Kindheitslegende. Ich denke, das kann mir jeder bestätigen. Also wer als Kind wirklich selbst in der Azurhöhle ein Level 80 Mewtwo gefangen hat, der wird mir bestätigen, dass das mit Abstand die coolste Erfahrung war, die man als Kind so gemacht hat in Pokémon. Und deswegen muss ich einfach Mewtwo auf Platz 1 setzen. Selbst objektiv, ja. Wenn ich jetzt objektiv entscheiden müsste, welches legendäre Pokémon von der ersten Generation am coolsten designt ist, würde ich auf jeden Fall mit Abstand Mewtwo sagen. Es ist einfach sehr, sehr geil gemacht. Und es hat halt auch eine sehr schöne Geschichte dahinter, dass es quasi ein Klon ist von Mew, der so ein bisschen schiefgelaufen ist, der ziemlich aggressiv ist und alles umbringen will. Das ist einfach richtig schön badass und es gefällt mir mega. Und wo wir auch schon bei Mega sind, die Mega-Evolution von Mewtwo finde ich richtig scheiße. Also sorry, aber die finde ich richtig kacke. Aber trotzdem will ich deshalb nicht die Coolness von Mewtwo schmälern auf der Liste. Und deswegen bleibt es auf Platz 1, obwohl die Mega-Evolutionen echt kacke sind, in meinen Augen. Aber gut, jedem das seine, vielleicht mögt ihr die ja. Ich persönlich finde die ziemlich traurig, also dass man aus Mewtwo da nicht mehr gemacht hat, ist echt eine Schande, wie ich finde. Aber gut, trotzdem ist es ein Pokémon, das definitiv heraussticht und deswegen auf jeden Fall Platz 1. Und ich denke mal, das wird den meisten so gehen, dass sie halt Mewtwo am besten finden von den legendären Pokémon der ersten Generation. Es ist halt einfach was Besonderes. Doch das war's auch schon wieder mit dem heutigen Ranking, also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie eure Liste aussehen würde. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal die legendären Pokémon der zweiten Generation an und die werden auf jeden Fall sehr interessant für mich, denn ich hatte als Kind Gold und Silber erst nicht gespielt lange Zeit, hab's dann irgendwann nachgeholt, aber ich habe einfach nicht so die krassen Erinnerungen an diese legendären Pokémon der zweiten Generation, da hänge ich einfach nicht so sehr dran. Aber trotzdem habe ich halt von denen ordentlich was mitbekommen in Mystery Dungeon und in Pokémon Ranger und so weiter, gerade in Pokémon Ranger Teil 1. Und deswegen wird es auf jeden Fall auch da wieder ein cooles Ranking geben. Ihr könnt mir auch gerne jetzt schon schreiben, was euer Lieblings-Pokémon aus der zweiten Generation ist bei den Legendären. Da gibt es auf jeden Fall auch wieder einiges, was man erwähnen kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal, rechts daneben ist mein Livestream-Ankündigungskanal. Wenn ich mal streame, werde ich es da ankündigen. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere gefällt euch, laut YouTube am besten. Und das untere ist die letzte Top-Liste, die ich gemacht habe. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.